Gut, jetzt würde ich gerne erst mich mal mit dem Turmalin beschäftigen, um zwei, drei Sachen irgendwie dazu zu sagen, die für mich wichtig sind, damit ihr auch versteht, warum er unter anderem im Elektrosmog eingesetzt wird. Also es ist tatsächlich der schwarze Turmalin, der da ganz viel im Rennen ist, weil es hat natürlich auch was mit der Farbe zu tun, schwarz. Also wann trage ich denn schwarz? Jetzt wie meine beiden Töchter in der Pubertät oder auch wenn ich dann halt in Trauer bin, einfach um es von mir fernzuhalten, das, was von außen auf mich zukommt. Also die Fähigkeit hat einerseits hier was mit der Farbe zu tun, weil vorhin in dem ersten Video habe ich euch hier gezeigt, dass Turmalin einfach auch ganz, ganz, ganz viele Farben hat. Also der Flyer hier hinter mir, das rosa-schwarze, was ihr da seht, ist mein Flyer. Das ist eine Scheibe Turmalin, die ich in meiner Vitrine habe. Da seht ihr ja, das kann ein Rosa haben innen drin und dann gibt es ein helles Grün und außenrum, das ist eher so ein braun-schwarz, der Rand. Also Turmalin kann ganz viele Farben haben. Hier geht es jetzt um den schwarzen Turmalin, der wie gesagt auch Schörl genannt wird, als Fachbegriff. Also einerseits ist es die Farbe, die hilft. Und das andere ist nochmal, wie ich das vorhin auch erwähnt habe, sein Wachstum, also wie er gewachsen ist. Also ihr müsst euch nochmal vor eurem geistigen Auge eine große Packung mit ganz vielen Strohhelmen vorstellen, die ihr in der Hand habt. So ist es hier auch. Ganz, ganz viele Strohhelme, die alle irgendwie so stehen, ja, wie hier der Verlauf des Wachstums ist. Und der Turmalin ist ein Silikat und die Silikate haben ganz unterschiedliche Arten, wie die aufgebaut sein können. Und das ist ein sogenanntes Ringsilikat. Also man sieht es auch hier hinten am Flyer so ein bisschen. Also das ist wirklich auch wie so ein, die Silikate angeordnet sind zu einem Ring. So. Und das macht natürlich, wenn ich mir das hier vorstelle, kann ich einfach ganz genial sehen, ich mache es mal lieber so rum, wie der Ring jetzt hier ist. Und wie durch diesen Ring einfach auch die Energie fließen kann. Also Turmaline an sich sind wirklich dazu da, wie ein Stück Leitung, Dinge in Verbindung zu bringen. Also grundsätzlich jetzt erstmal in Verbindung zu bringen, von hier nach da, ja, hier eine Verbindung herzustellen. Und das ist das Geniale hier dran, also dass an Turmalin er was in Verbindung bringen kann. Aber wenn ich das jetzt so halte, wie ich das jetzt hier zum iPad halte, dann ist es so, dass hier keine Verbindung stattfindet. Und das ist das, warum man den schwarzen Turmalin einsetzen kann. Also wenn ich den jetzt hier so vor das elektrische Gerät halte, ist all das, was an Strahlung vielleicht kommt, hiermit schon beendet. Wenn ich den aber jetzt so legen würde, stelle ich hier einen Kontakt her. Also hier käme jetzt der Fluss in meine Richtung, beziehungsweise so rum, weil die Spitze halte ich jetzt zu mir. Aber hier gäbe es jetzt eine Verbindung. Heißt, wenn man schwarzen Turmalin nutzt zum Thema Elektrosmog, macht es am Sinn, ihn an Plätze zu legen, was weiß ich was, auf die Steckdosenleiste oder vor das technische Gerät, mit dem man gerade irgendwie arbeitet, der PC oder wie auch immer. Und man legt es so hin. Auf die Steckdosenleiste legt man es auch so hin, dass man mal guckt, okay, wo fließt das ab? Also wenn ich jetzt, was weiß ich was, die Steckdosenleiste hier hätte und ich sähe es aber hier, dann würde ich schon auch gucken, dass das irgendwie anders fließt, dass es nicht auf mich drauf fließt, ja. Da muss man einfach mal ein bisschen variieren oder gegebenenfalls das auch so halten, also dass es von der Steckdosenleiste nach oben geht. Das Spannende ist wirklich, wenn man schwarzen Turmalin auf die Steckdosenleiste irgendwie legt, sind alle Geräte, die an der Steckdosenleiste hängen, einfach abgestellt, in Anführungsstrichen. Gut. Ja, eine weitere Erfahrung gebe ich gleich einfach irgendwie nochmal in einem weiteren Video, was ich sonst so mit schwarzen Turmalin noch mache. Also das Wichtige ist A, seine Wuchsrichtung, ja, dass man das hier so deutlich sieht. Es ist ein Ringsilikat, also SiO ist Silikat, Si, eine Anzahl N an Zahl unten drunter und O. Eine andere Anzahl an Zahlen unten drunter. SINOM,
wäre jetzt die Formel. Ja, und wenn ich gerade schon bei Formel bin, also die Formel des Shirts, ich gucke mal, ob ihr das hier sehen könnt, hier vorne steht Shirl und das ist eine nette chemische Formel. Hier hinten, das ist das Indiz, dass es ein Silikat ist. Hier seht ihr einfach SE und dann die Zahl unten und O und nochmal eine Zahl. Und der schwarze Turmalin hat auch sehr, sehr viel Eisen mit drin. Gut, also er hat die Turmaline an sich haben eine schöne, spannende, lange chemische Formel. Gut, so, das ist jetzt nochmal in der Kürze schwarzer Turmalin. Jetzt komme ich mal zu dem Kompagnon. Ich nehme mal hier die Schungitte, die beiden, um die es jetzt geht. Jetzt auch so, dass ihr im Hintergrund wieder weiß habt. Okay, also wieder der Schungit, der Edelschungit, der zu sehen ist, dass er halt so ein bisschen glänzt, metallen ist. Und der normale Schungit, der ja nicht so glänzend ist, sondern hauptsächlich schwarz. Wenn ich vorhin die schöne lange Formel des Turmalins hatte, dann ist hier eine einzige Buchstabe chemisch zu zeigen und zwar das C für Kohlenstoff. Und das war's schon. Ja, also ich habe hier schlichtweg Kohlenstoff in der Hand. Und da, das ist das Einzige, also was dazu man zu sagen hat, vom Chemischen her, es kann sein, dass hier, also hier ist einfach nochmal ein größerer Graphitanteil mit drin, also Kohlenstoff kann ja unterschiedlich auch nochmal irgendwie sein, hier ist nochmal ein größerer Graphitanteil drin, deswegen ist das hier so ein bisschen glänzender. Gut, also einfach nur Kohle, Kohlenstoff. Was den Schungit momentan so begehrt, beliebt, bisschen Hype teilweise so drum ist. Ich sage jetzt mal, in den letzten fünf Jahren würde ich mal schätzen, ist er sehr auf dem Markt. Hat was damit zu tun, dass man ihm nachsagt, dass er sogenannte Fullerene in sich trägt. Ihr hört, ich habe das jetzt schon im etwas vorsichtig ausgedrückt, weil der Michael Ginger hat zum Beispiel das zusammen mit einem Gemologen irgendwie ausgetestet und hat in den meisten Schungitten keine Fullerene finden können. Also geht er eher ein bisschen vorsichtig mit um. Aber ich zeige euch überhaupt mal, was Fullerene sind. Also es ist die Anordnung der Kohlenstoff, des Kohlenstoffs, so jetzt haben wir es, die Anordnung des Kohlenstoffs in einem C60-Modell. Also es sind immer irgendwie die Kohlenstoffe mal in, wie war das jetzt, in 1, 2, 3, 4, 5, 6, in, also 6 Kohlenstoffe miteinander in Verbindung und dann wieder meines Wissens nach 5 Kohlenstoffe miteinander in Verbindung, die dann einen sogenannten Fulleren C60 oder C70 machen. Der Name kommt von einem Mr. Fuller, der irgendwann in den 20ern oder so irgendwas in der USA bei einer Weltausstellung ein Gebäude gebaut hat, was so aussah, also da wo jetzt mein Finger ist, war der Boden und er hat ein Gebäude gebaut, was so aussah, also so eine Form hatte. Und also jetzt nicht nur sondern auch die Anordnung dieser 6er und 5er Variante. Und das hat damals schon eigentlich nur vom Optischen her schon ein Aufsehen erregt. Und das war, wie gesagt, Mr. Fuller. Und wie das heute so immer ist, dass manche Dinge, die dann als Entdeckung da waren, dann auch den Namen des Entdeckers bekommen, ist das hier auch so. Der Schungit, den findet man in Russland. Er kommt aus Karelien. Dort also ist er zu finden. Also die Russen, denke ich, haben den Schungit deutlich länger schon auf dem Schirm als wir jetzt hier im europäischen Bereich.
Das merkt man auch, also beide Bücher, die ich vorhin irgendwann mal hochgehalten habe, da gibt es einfach auch ganz viele Kontakte Richtung Russland oder auch wirklich eigentlich auch Verwandtschaft. Ja, also für die Russen ist der schon, gibt schon etwas Bekanntes. Es ranken sich sehr viele wunderbare Mythen auch um ihn, dass auch der Zar Peter im Krieg damit unterwegs war und dazu beigetragen hat, dass das Wasser mit Schungit informiert war und nur deswegen die Soldaten auch in den Zeiten, wo sie fast nichts zu essen hatten, überlebt haben. Ja, also es gibt einfach sehr viel Spannendes. Es gibt auch, ich sage jetzt mal, in Europa oder in Deutschland würde man Wellness-Oasen sagen, in Russland einfach auch Bereiche, wo mit Schungit ganz viel im Gesundheitsbereich gearbeitet wird, wo man in der Badewanne liegt und Schungit-Splitter, wie ich sie vorhin mal hochgehalten habe, so Schungit-Splitter mit drin sind oder Schungit-Splitter wirklich in der Wanne sind, ohne Wasser, also Wanne jetzt nicht Badewanne, sondern eine Fußwanne und du dann Fußtreten machst, damit deine Fußreflexzonen irgendwie aktiviert werden. Das ist sehr spannend, das mache ich auch immer wieder gerne, aber ihr dürft auf jeden Fall sicher sein, es ist ja Kohle, Kohlenstoff. Also auch wenn ihr die Dinge so geschickt bekommt und wenn ich das jetzt hier aufschneiden würde, hätte ich jetzt hier in meinem Laden eine Riesensauerei, weil ihr seht es alleine schon an der Tüte, es ist schwarz. Es ist auch immer so, dass am Anfang wirklich die Hände schwarz sind, wenn du die Sachen anfasst. Es braucht halt einige Weile des Waschens. Und wenn du das jetzt in ein Fußbecken gibst und da drin drauf trittst, sind deine Füße total rabenschwarz. Ganz genial. Aber regt die Fußreflexzonen wirklich gut an. Also, wie gesagt, in Russland ist der Schungit eher bekannter und geläufiger. Auch ein bisschen mit Mythen unterwegs, muss man einfach gucken, wie ist das für mich, also das auch auszuprobieren. So, zum Thema Elektrosmog ist er relativ viel hier in Deutschland auch unterwegs. Da gibt es halt dann diese Plättchen, die auf der Seite dann auch auf einer Seite dann so eine Klebe Folie haben, die man dann abziehen kann, um sie dann am Handy zu fixieren. Also ich habe das jetzt mal hier mit meinem Handy gemacht, habe ich ja mal erzählt. Also für mich ist das jetzt irgendwie wichtig, wenn ich dann mit dem Handy unterwegs bin und auch noch im Internet irgendwie teilweise oder das halt internetmäßig halt dann verbunden ist und ich damit unterwegs bin, dass ich da ein Stück an Schutz habe. Sieht überhaupt nicht prickelnd aus, weiß ich. Bin ich aber mir, dass mir das wichtig ist, also meine beiden Töchter, die einfach auf Äußeres an ihren Handys absoluten Wert legen. Ich sage nur das Codewort Handyhülle. ist es ein No-Go. Also keine Chance hier bei meiner Familie auf jeden Fall. Bin ich die Einzige mit Handysteinen, also Schungitsteinen an meinem Handy. Egal, ihr könnt ja mal gucken, ob in eurer Familie da jemand sich das vorstellen kann oder nicht. Für mich ist, also ich spür den Unterschied, wenn ich das Handy meines Mannes oder meiner Tochter in der Hand habe oder meins. Genau. Ja, so. Das sind jetzt erstmal die näheren Dinge, die mir spontan so aus mir rauspluppen wollten zum Thema schwarzer Turmalin und Schungit. Jetzt gucke ich mal, dass ich in dem nächsten Video die Kurve kriege zum Thema Elektrosmog. Gut.